als es schon unerträglich geworden war. Einmal gegen Abend im November. Und ich über den schmalen Teppich meines Zimmers wie in einer Rennbahn einherlief. Durch den Anblick der beleuchteten Gasse erschreckt, wieder wendete und in der Tiefe des Zimmers, im Grunde des Spiegels, doch wieder ein neues Ziel bekam und aufschrie, um nur den Schrei zu hören, dem nichts antwortet. Dem auch nichts die Kraft des Schreiens nimmt. Der also aufsteigt ohne Gegengewicht und nicht aufhören kann, selbst wenn er verstummt. Da öffnete sich aus der Wand heraus die Tür. So eilig, weil noch Eile nötig war. Und selbst die Wagenpferde unten auf dem Pflaster, wie wild gewordene Pferde in der Schlacht, die Gurgeln preisgegeben, sich erhoben. Als kleines Gespenst fuhr ein Kind aus dem ganz dunklen Korridor, dem die Lampe noch nicht brannte, blieb auf die Fußspitzen stehen, von dem unmerklich schaukelnden Fußbodenbalken. Von der Dämmerung des Zimmers gleich geblendet, wollte es mit dem Gesicht rasch in seine Hände. Beruhigte sich aber unversehens mit dem Blick zum Fenster, vor dessen Kreuz der hochgetriebene Dunst der Straßenbeleuchtung endlich unter dem Dunkel liegen blieb. Mit dem rechten Ellbogen hielt er sich vor der offenen Zimmertüre aufrecht an der Wand. Ließ den Luftzug von draußen um die Gelenke der Füße streichen. Auch den Hals. Auch die Schläfen entlang. Ich sah ein wenig hin, dann sagte ich, guten Tag. Und nahm den Rock vom Ofenschirm, weil ich nicht so halbnackt dastehen wollte. Ein Weilchen lang hielt ich den Mund offen, damit mich die Aufregung durch den Mund verlasse. Ich hatte schlechten Speichel in mir, im Gesicht zitterten mir die Augen, Wimpern kurzes, fehlte mir nichts als dieser allerdings erwartete Besuch. Das Kind stand noch an der Wand, auf dem gleichen Platz. Es hatte die rechte Hand an die Mauer gepresst und konnte ganz rotwangig dessen nicht satt werden, dass die weiß getünchte Wand grobkörnig war und die Fingerspitzen rieb. Ich sagte, wollen Sie tatsächlich zu mir? Es ist kein Irrtum. Nichts leichter als ein Irrtum in diesem großen Hause ist. Ich heiße so und so, wohne im dritten Stock. Bin ich also der, den Sie besuchen wollen? Das Kind über die Schulter hinweg. Alles ist schon richtig. Kommen Sie näher ins Zimmer herein. Ich möchte die Tür schließen. Die Tür habe ich jetzt gerade geschlossen. Machen Sie sich keine Mühe. Beruhigen Sie sich überhaupt.
Reden Sie nicht von Mühe. Aber auf diesem Gang wohnt eine Menge Leute. Alle sind natürlich meine Bekannten. Die meisten kommen jetzt aus den Geschäften. Wenn Sie in einem Zimmer reden hören, glauben Sie einfach das Recht zu haben, aufzumachen und nachzuschauen, was los ist. Es ist einmal schon so. Diese Leute haben die tägliche Arbeit hinter sich. Wem würden sie sich einer provisorischen Abendfreiheit unterwerfen? Übrigens, wissen Sie das ja auch. Lassen Sie mich die Tür schließen. Ja, was ist denn? Was haben Sie? Von mir aus kann das ganze Haus eintreten. Und dann noch einmal, ich habe die Türe bereits geschlossen. Glauben Sie denn nur, Sie können die Türe schließen? Ich habe sogar mit dem Schlüssel zugesperrt. Dann ist's gut. Mehr will ich ja nicht. Mit dem Schlüssel hätten Sie gar nicht zusperren müssen. Und nun, machen Sie sich nur behaglich, wenn Sie schon einmal hier sind. Sie sind mein Gast. Vertrauen Sie mir völlig. Machen Sie sich nur breit, ohne Angst. Ich werde Sie weder zum Hierbleiben zwingen, noch zum Weggehen. Muss ich das erst sagen? Kennen Sie mich so schlecht? Nein. Das hätten Sie wirklich nicht sagen müssen. Noch mehr. Sie hätten es gar nicht sagen sollen. Ich bin ein Kind. Warum so viele Umstände mit mir machen? So schlimm ist es nicht. Natürlich, ein Kind. Ach, ja, so klein sind Sie nicht. Sie sind schon ganz erwachsen. Wenn Sie ein Mädchen wären, dann dürften Sie sich nicht so einfach mit mir in ein Zimmer einsperren. Darüber müssen wir uns keine Sorge machen. Ich wollte nur sagen, dass ich Sie so gut kenne, schützt mich wenig. Es enthielt Sie nur der Mühe, mir etwas vorzulügen. Dennoch aber machen Sie mir Komplimente. Lassen Sie das. Ich fordere Sie auf, lassen Sie das. Dazu kommt, dass ich Sie nicht immer fort und überall kenne, gar bei dieser Finsternis. Es wäre viel besser, wenn Sie Licht machen ließen. Nein, lieber nicht. Immerhin werde ich mir merken, dass Sie mir schon gedroht haben. Wie? Ich hätte Ihnen gedroht. Aber ich bitte Sie, ich bin ja so froh, dass Sie endlich hier sind. Ich sage endlich, weil es schon so spät geworden ist. Es ist mir unbegreiflich, warum Sie so spät gekommen sind. Da ist es möglich, dass ich in der Freude so durcheinander gesprochen habe und dass Sie es gerade so verstanden haben. Dass ich so gesprochen habe, gebe ich 10-mal zu. Ich habe Ihnen mit allem gedroht, was Sie wollen. Nur keinen Streit, ums Himmels Willen. Aber wie konnten Sie es glauben? Wie konnten Sie mich so kränken? Warum? Wollen Sie mir mit aller Gewalt dieses kleine Weilchen Ihres Hierseins verderben? Ein fremder Mensch wäre entgegenkommender als Sie. Das glaube ich. Das war keine Weisheit. So nah als Ihnen ein fremder Mensch entgegenkommen kann, bin ich Ihnen von Natur. Das wissen Sie auch. Wozu also die Wehmut? Sagen Sie, dass Sie Komödie spielen wollen und ich gehe augenblicklich. So. Auch das wagen Sie mir zu sagen. Sie sind ein wenig zu kühn. Immerhin sind Sie doch in meinem Zimmer. Sie reiben Ihre Finger wie verrückt an meiner Wand. Mein Zimmer, meine Wand! Und außerdem ist das, was Sie sagen, lächerlich. Nicht nur frech.
Sie sagen, Ihre Natur zwinge Sie in dieser Weise mit mir zu reden? Wirklich, Ihre Natur zwingt Sie? Ach, das ist nett von Ihrer Natur. Ihre Natur ist meine. Und wenn ich von Natur aus freundlich zu Ihnen bin, so dürfen Sie auch nicht anders! Ist das freundlich? Ich rede von früher! Wissen Sie, wie ich später sein werde? Nichts weiß ich. Und ich ging zum Nachttisch hin, auf dem ich die Kerze anzündete. Ich hatte in jeder Zeit weder Gas noch elektrisches Licht in meinem Zimmer. Eine Weile lang saß ich noch beim Tisch, bis ich auch dessen müde wurde. Den Überzieheranzug, den Hut vom Kanapee nahm und die Kerze ausblies. Beim Hinausgehen verfing ich mich in... ein Sesselbein.